haben wir 88% schon. Alles klar. So. Wir wollten eigentlich dass uns das Gold holen. Ja, ja, wir müssen wieder zurück irgendwie. Na gut. Wir laufen mal hier rüber. Ah, neues Basislager entdeckt. Das sollten wir, glaube ich, mal jetzt machen. Fähigkeiten, genau. Wegen Fähigkeiten ausbauen. Wo war das mit dem Tauchen? Hier unten irgendwo, ne? Was ist das hier? Haut der Schlange, Sammler. Bedecken Sie sich mit Schlamm, um sich an bewachsenen Wänden zu verstecken. Feinde brauchen länger, sie im offenen Feld zu entdecken. Haben wir erhalten. Cool. Dann haben wir da drüben noch was erhalten. Hier. Herz des Kaiman. Hatten wir doch schon alles, ne? Ich glaube ja, das war jetzt bloß, weil wir jetzt das Spiel neu gestartet haben, wird wieder angezeigt. So, wo war das hier mit dem Tauchen? Atem des Kaiman. Sie können unter Wasser die Luft länger anhalten, stapelt sich mit Atem des Kaiman. Atem des Kaimans. Wo ist denn der Kaiman? Hier oben? Warte mal. Da. Eile des Kaiman. Sie können schneller schwimmen. Sammler. Was hat er hier? Nadel der Echse. Überreste Outfits benötigen weniger Ressourcen, um ihre frühere Pracht wiederherzustellen. Okay. Badam, bam, bam, badam, bam. Fähigkeitenpfad. Ich will jetzt nicht unbedingt... Was ist denn? Ach so. Erhalten Sie diesen Skill, indem Sie die Herausforderungsgrab der Inhalt zum Herunterladen die Schmiede abschließen. Bin ich mit dem Internet verbunden? Da, 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 da. So. Atem des Kaiman. Und das ist Schlinge der Viper. Stellen Sie Lockfallen aus feindlichen Leichen her. Okay, nee. Wir wollen das mal hier mit dem Tauchen machen. Weil ich mir denke, hier werden wir viel tauchen müssen. Zwei Fähigkeitspunkte haben wir, zwei brauchen wir, also kaufen. Atem des Kaiman kostet zwei Fähigkeitspunkte. Kauf bestätigen. Na klar. Brumm. So, Inventar. Was gab es hier Neues? Pistole? Bei Bögen? Waffen? Könnten wir Nahkampf Messer? Nahkampf? Eine robuste... Na, da können wir ja nichts machen, ne? Weil... Hier auch nicht. War bloß hier. 5 Upgrades verfügbar. Was nehmen wir? Schusswaffen oder den Bogen nochmal ausbauen? Wie weit ist der denn jetzt ausgebaut? 7 von 8. Zeig mal an. Toll. Können wir nichts. Nix. Alles klar. Gucken wir hier mal. Gewehre. Oh, da können wir jetzt was ausbauen. Polierter Lauf. Ein polierter Lauf reduziert die Schussablenkung und erhöht somit den Schaden. Die beschwerte Mündung stabilisiert die Waffe im Abfeuern und reduziert den Rückstoß. Als Gegengewicht, okay. Was gibt's hier? Hohler Hahn. Der leichte Hahn reduziert die Wahrscheinlichkeit einer Ladehemmung und ermöglicht eine höhere Feuerrate. Und das hier, poliertes Magazin. Ein poliertes Magazin und innerer Griff ermöglicht ein glatteres, schnelleres Nachladen. Ja, da wollt ihr. Machen wir lieber so, mit einem Steuerkreuz. So, größeres Magazin. Ein größeres Magazin erlaubt mehr Schüsse, bis nachgeladen werden müssen. Kosten 6 und einmal 4. Herstellen, halten. Okay. Achso, können wir die Waffe drehen. Ja, gut. Ja, komm, machen wir mal. Flop. Da brauchen wir jetzt 4, 6 und 2. Warte mal, wir machen das mal. Das war Schussablenkung erhöht. Somit den Schaden. Na klar, komm. Zack. Auch nochmal den Schaden, ne? Wir bauen das so weit aus, wie es geht. Gut, wir müssten nochmal bei den Gewehren gucken. Reduziert den Rückstoß. Oh, da haben wir nicht mehr so viel. Das könnten wir... Na, ja, ich wollte damit ein Steuerkreuz machen. So. Das war jetzt leider... Komm. Oh, da könnten wir auch nochmal machen.
Ja, da fehlt uns wieder dieses komische Waffenöl, was sein soll da in der Mitte. Das könnten wir noch machen. Na, jetzt hier. Ich werde die Mündung stabilisieren. Ja komm, das machen wir erstmal. Erstmal Waffe stabilisieren. Dann könnten wir das machen. Leder umwickelter Griff ermöglicht ein komfortables Halt und gleicht den Rückstoß besser aus. Ja komm. So, jetzt schauen wir mal bei den Gewehren. Bei den Gewehren mal gucken. Ermöglicht Wettkampflauf. Der Präzisionswurf ermöglicht Schüsse ohne Beeinträchtigung der Flugbahn. Was wiederum den Schaden erhöht. Na klar. Das dürfen wir noch. Nee, da geht's nicht weiter. Wir müssen runter. Hier. Gepolsterter Schaft. Ein lederumwickelter Schaft gewährleistet mehr Komfort und eine verbesserte Stabilität. 2 und 3 brauche. Mhm. Was ist das? Laufverschalung. Eine Metallverschalung schützt den Benutzer vor dem ersten Lauf, was einen schnellen Nachladen ermöglicht. Hm. Das war Ditte und das war Ditte und zweimal Leder und dreimal Leder könnte also passen, ne? Machen wir mal das auch und dann werden wir hier mit durch, weil wir dann nichts mehr haben zum Ausbauen. Alles rot. Gut. Schauen wir noch mal bei Pfeil und Bogen noch mal rein. Ressourcen Upgrade. Mal gucken. Ach nee, da war ja nichts weiter. Pistole, schauen wir da noch mal rein. Haben wir da noch was zu tun, zu dürfen? Nö. Alles rot gekennzeichnet, da können wir nichts machen. Gut. Und weg damit. Können wir wieder verlassen. Wir wollen immer noch zum Gold. Ich will ja auch nicht hier irgendwas auslösen, was wir noch gar nicht wollen. Ist ja meistens so, wenn du... Warum guckt sie immer nach da? Hat sie da was gefunden? Ah, alles klar. Gut, dass du mal hinschaust, Lara. Du bist sehr gut. Ach, ja, Holz. So, hier noch was. Nö. Ein paar Beere und da sitzt auch noch jemand, mit dem wir sprechen sollten, könnten. Na komm, sprechen wir mal. Bist du neu hier? Dann red mal mit Abigail. Sie will alle Neuankömmlinge hier sehen. Du meinst Abby? Wir kennen uns. Sie war sehr hilfreich. Ah, so ist unsere Abigail. Immer da, um einen Generator zu reparieren oder einen Streit zu schlichten. Sie ist unsere Bürgermeisterin, inoffizielle Ladenbesitzerin, die Hälfte der Freiwilligen Feuerwehr. Und glaub mir, du willst dich nicht mit ihr prügeln. Ich frage mich, wie sie das alles auf die Visitenkarte kriegt. Okay, dann viel Glück mit allem. Ja, die haben wir ja schon kennengelernt. Warum sollen wir uns auch mit der prügeln, ne? Mal ehrlich. So. Wir müssen wieder runter zum Wasser. Gibt's hier was zum Mob? Ah, hier, guck. Zack. Natürlich, je mehr wir einsammeln, aufsammeln, die guckt schon wieder nach da. Ah, gut. Oh, jetzt sind wir hier im Dorf, ne? Ja, wir sind im Dorf. Was war das hier? Mission verfügbar, alles klar. Aber eigentlich würde ich erstmal hier hin. Dann halten wir uns jetzt mal linke Hand. Die Mission nehmen wir näher an. Ich würde erstmal das Gold einsammeln. Ja, gut, ja, so, ist das der Quaddelheini? Warte mal. Nee, mit denen haben wir, glaube ich, schon geredet. So, wir sind hier immer noch richtig. Hier müssen wir runter. Das Gold liegt da unten. Wo guckt sie hin? Ach, die Kinder, wie die spielen, oder was? So. So, jetzt sind wir wieder hier am Steg angelangt. Das Gold liegt... Oh, da ist auch noch was. Oh, Herr. Danke für deine...
Können wir da rüberspringen? Okay, so. Ramba, Zamba. Im Wasser war auch noch was. Das vibriert hier am Gamepad. Also muss das Gold ja... Da. Oh. Ich versuche immer noch rauszukriegen, wie das nochmal war mit dem Kopf. Sie kann ja auch einen Körper, das weiß ich noch. Und nochmal, komm. Und nochmal, dreimal muss er das machen. Zack. Wie jetzt? Hä? Seht ihr das? Das ist doch da. Irgendwo einen Weg reingeben. Warte mal, ich bin bestimmt schon wieder falsch geschwommen. Ne, da ist bloß wieder eine Pflanze. Haben wir aber schon voll. Das muss hier irgendwo ein geheimer Weg kommen. Wir holen mal kurz Luft. Hier durch irgendeine Höhle rein? Gibt es hier irgendwo einen Weg? Einen anderen? Da waren wir doch schon rausgekrabbelt, ne? Ja, mach dein Haar trocken. Bind ihn zusammen. So, irgendwie müssen wir da unten runter. Irgendwie müssen wir da unten rein. Wir können es hier zwar nochmal versuchen, aber... Das wird nichts bringen, denke ich mal. Oder ist hier irgendwo ein versteckter Eingang, den wir jetzt noch nicht so gesehen haben? Mal in Ruhe durchgucken. Warum soll es auch so einfach sein, ne? Ha. Sonne sticht hier auch ganz schön. Ah, guck. Guck und nochmal, komm und nochmal. Oh, langsam geht die Luft irgendwie aus. Okay, wir gehen mal hier. Luft holen. Und den tauchen wir nochmal ab. Und jetzt können wir hier durch. Ich glaube, jetzt kommen wir auch zum Gold, ne, oder? Schön Licht angemacht. Yay. Ach nö, haben wir... Ist ja schön. Wir haben keine Dietriche. Warum haben wir keine Dietriche? Und das Gold liegt immer noch daneben. Dann mal kurz hier hochgucken. Nee, okay. So, da ist die Kiste. Ja, wir müssen wieder raus. Ja. Bevor Lara... So. Wo kriegen wir jetzt einen Dietrich gekauft? Bei irgendeinem Händler? Hm. Wir haben da die eine Truhe gefunden. Das Gold liegt immer noch da irgendwo unten. Noch tiefer? Komisch, ne? Aber gut, das kriegen wir auch noch raus. Wir holen uns erstmal das hier. Wir können ja mal hier ein bisschen rumschwimmen. Hallo. Nani, was ist das auf der Insel? Vor vielen, vielen Jahren stand dort ein wunderbarer Tempel. Noch bevor du auf der Welt warst? Oh, lange davor. Bevor dein Großvater auf der Welt war. Was ist damit passiert? Die Zeit hat ihn geholt. Oh, die Zeit hat ihn geholt. Können wir durch? Aber solange wir ihn im Herzen haben. Naja, gut. Gehen wir hier durch, Modde. Wah. So.
Hatten wir mit ihr schon gesprochen? Der Dschungel nimmt sich, was er will. Es ist schwer, ihm Geheimnisse zu entlocken. Aber ich habe eins gefunden, glaube ich. Wirklich? Das Dorf hat viele Schichten. Zieht man eine ab, stößt man auf die nächste. Und noch eine. Es scheint eine lange Geschichte zu haben. Manchmal frage ich mich, ob es in irgendeiner Form schon seit dem Anbeginn der Zeit hier war. Du bist anders als die anderen. Welche anderen? Na, alle. Männer, die nach Öl und Gold suchen. Und alles mitnehmen, was sie tragen können. Karte aktualisiert. Ah, eine Krypta. So. Oh, das Goldzeichen ist weg. Das haben wir doch schon jetzt erledigt, oder was? Alles klar. Oder ist... Ja, hier, das ist das, wo wir die Schatztruhe, wo wir die Dietriche brauchen. So, da haben wir eine Krypta gefunden. Gerade. Und dann haben wir hier noch ein Händler. Genau, da könnten wir mal hingehen. Mission verfügbar, das war die Mission. Komm, wir gehen mal zum Händler. Wegpunkt setzen. Mit A. So, mal gucken. Da hinten, oder? Ja. Gut. Haben die hier noch was zum Labern? Okay, also das Gold haben wir jetzt schon gefunden. Ist mir gar nicht so aufgefallen. Weil das ja mir noch angezeigt wurde, ne? Vielleicht bloß, weil wir das markiert hatten. Okay, ab zum Händler. Hallo Jung, hallo Bub. Ach da, gut. Hast du Hilfe, Margarita? Komm, ich zeig dir, wie das geht, Margarita. Wem sagst du das? Ah. Ellie muss dringend mal eine Pause einlegen. Beschwert sie sich über ihr Schwiegermutter oder was? Wie können sie so fröhlich tratschen, nachdem wir so viel verloren haben? Tut mir leid. Hey, du bist nicht Mariella. Nein, ich... tut mir leid, dass ich gestört habe. Ach, da. Gut. Du bist nicht Mariella. Nein, ich bin Ariel. Wir könnten handeln. Die Meerjungfrau. Ich brauche Dietriche. Hast du sowas? Geht das? Mal gucken. Hallo. Lass mich raten. Du sollst mich für Omar aufmischen. Von mir kriegt der Mistkerl gar nichts. Wovon redest du denn da? Was ich... Tut mir leid. Das Messer, die Waffe... Ich dachte... Na, vergiss es. Suchst du was Spezielles oder siehst du dich nur um? Was hast du denn? Was ich habe? Das hier ist Cuvaciacu, eine der größten Ausgrabungsstätten in Südamerika. Naja, sie könnte es sein. Sie sollte es sein. Wenn die Plünderer nicht wären? Ganz genau. Omar und seinen Leuten geht's ums Geld, nicht um Geschichte. Ich verkaufe Objekte von kultureller Bedeutung. Vielleicht beschädigt, aber man kann sie restaurieren. Ich zeig dir, was ich habe. Ja, komm, zeig. Aber ich will... Am liebsten Dietriche. Oh, guck mal. Oh, wir können hier Waffen kaufen. Sehe ich gerade. Eine halbautomatische Pistole. Blablabla. Aber wir wollen ja Dietriche. Hat der überhaupt sowas? Da können wir Munition kaufen. Gewehrmunitionsbeutel. Lederbeutel mit Verschluss. Erhöht die Tragkapazität für Gewehrmunition. Oh, hier. Überreste 7-Meilen-Gurt. Baumwoll- und Lama-Wollgurt. Von unbekannter Herkunft erhöht die Menge herstellbarer Munition. Alter, so teuer, 3000. Okay, alles voll. Munition, das ist schon mal gut. Pistolenmunitionsbeutel. Kleiner Lederbeutel, der die Tragkapazität von Pistolenmunition erhöht. Alter, so teuer. Heftig. Schalldämpfer. Oh ja, der ist gut. Schussgeräusch der Pistole, anwendbar für AB 45 und C und T. Pistolenvisier, Zoomfaktor anwendbar für alle Pistolen. Da gibt es nochmal eine RAL, ein Sturmgewehr, ne? Bam, bam, bam. Kräutermaterialien können wir kaufen. Warum können wir keine Dietriche kaufen? Oder müssen wir erst die Fähigkeit freischalten? Gute Frage, nächste Frage. So. Pistolenschalldämpfer, den kaufen wir jetzt mal mit A. Kaufen, ja. Viel Spaß. Danke. Und das Visier kaufen wir auch mal. Ausgezeichnete Wahl. So, verkaufen wäre hier, ne? Das können wir verkaufen. Oh, 75 von 75. Golderz. Hm.
verkaufen? Eigentlich können wir das ja alles verkaufen, ne? Golderz haben wir ja so keine Verwendung für. Verkaufen, modifizieren, Max. Modifizieren? Wie modifizieren? Ach so, die Menge. Alles klar. Mit X wäre Max, ne? So. Oh ja. Verkaufen. Viel Spaß. Danke. Das ist Jade-Erz. Aha. Händler verwendet Erze gefunden. Ja, na, gut. Verkaufen wir Max. Ja, so Zack. Macht man Geschäfte. So, was haben wir noch hier? Da brauchen wir alles für Herstellung irgendwie, ne? Oder? Konzentrationspflanzen sind gelb und werden bla bla bla. Kräutermischungen verwendet, um die Effekte Konzentration. Gut, haben wir. Wir könnten Kondorfedern verkaufen. Adlerfedern. Selten robuste Federn eines Adlers werden zur Herstellung seltener Outfits und speziellen Fähigkeiten verwendet. Alles klar. Könnten wir hier Pfeilgift, Toxine. Hier, da unten, den wollte ich, was ist das? Minenwolfshaut. Erkunden Sie die Welt oder sprechen Sie mit Leuten, um seltene Raubtiere zu jagen? Nee, das lassen wir mal alles drin. Was ist das hier? Die Ausdauerpflanzen. Fette. Oh, wir haben so viel Fett. Das hätten wir auch noch. Eigentlich haben wir jetzt genug, ne? Oder? Gucken mal, was beim Kaufen noch ist. Eigentlich bräuchten wir da nichts kaufen, ne? Pistole haben wir. Was war das hier nochmal? Überreste. 7 Meilengurt. Erhöht die herstellbare Munition. So, Medizin können wir kaufen. Maschinengewehrpatronen. Pistolenmunition haben wir aber voll. Wo war das mit den Pistolen? Stiefel eines Speers oder Jägers. Mehr Erfahrung von Lautlos-Kills. 4300. Das sollten wir, glaube ich, mal nehmen, ne? Warte mal, was ist das hier? Das war ja nochmal genau. Das war Lederbeutel für Schluss. Die Tragkapazität der Gewehrmunition und Pistolen ist hier, ne? Genau, 1600. Kaufen wir mal. Ausgezeichnete Wahl. Dann müsste uns jetzt angezeigt werden, dass Pistolenmunition 30? Von 30? Also ist jetzt ja voll, ne? Lalalala. 3200 kostet hier. Herstellbare Magazine, das war die Munition. Mehr Erfahrung von Lautlos-Kills. 4300. So viel Geld haben wir nicht. Oh, oh. Okay, aber warum hat er keine... Wo kriegen wir die Dietrich her? Wenn du wieder handeln willst, ich bin hier. Ja, okay. Das müssen wir nochmal rauskriegen.